Perfekt. Jetzt sind wir wieder hier in... Warte. Mittelhain. Mittelhain. Ich bin im Dorfältesten von Mittelhain. Das ist ein Plünderer, der sehr seltsame Geräusche macht. Da hier. Sei gegrüßt. Was willst du? Die Bekanntmachung wegen Hanna aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hanna aus den Wäldern dir? Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hanna aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Agneta. Am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Hanna aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Wenn die guten Helfer in der Wildnis nicht das Sagen hätten, wären wir längst. Kann ich hier einmal. Die Stellen wurden aufgewertet. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Nein. Aufgewertet. Der ist jetzt aber nichts. Was ich jetzt irgendwie gebrauchen kann. Deswegen werde ich einmal kurz meditieren. Wie es Tag ist. Du kannst nicht sicher ohne eine Gab. Lass mich eine. Hast du. Okay, das ist eine Rüstungsreparatur. Dasselbe Problem wie eben. Genug Münzen, okay. Jetzt müsst die Waffen. Die eigentlich repariert haben, okay. Handeln. Dann verkaufe ich halt hier ein bisschen. So. Rüstung kann ich ja rein theoretisch selbst aufwerten. Das wäre aber alles schlechter. Pferdenleserhose. Das wäre jetzt aber auch alles schlechter.
Nehmen wir das so einmal her. Bis dann. So. Dann ist das schon mal besser. Und jetzt sollen wir die Zeugen befragen. Okay, kein Problem. Ihr und eure Würmer. Die Götter mögen dich sehen. Was kommt ach, da. Belästige uns Arme. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hannah aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran Nebel. Und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Mhm. Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich eine auf. Eine Nachterscheinung? Es gibt ja die Mittagserscheinung und es gibt, glaube ich, die Abend, Nacht, Dämmerung? Ich weiß es nicht genau. Es gibt zumindest verschiedene Arten von Erscheinungen. Hier. Hier ist eine Frau entlang gekommen, barfuß. Das sind Wölfe. Ein Stück Stoff. Vielleicht von einem Kleid. Ist am Unterholz hängen geblieben. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Mhm. Sieht nach Regen aus. Danke, Gerard, das weiß ich selber. Liegt aber vielleicht auch daran, dass es die ganze Zeit schon regnet. Spuren. Hier lang. Gerald. Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief. Okay. Na, was steht denn in dem Brief? Will ich es überhaupt wissen? Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich weiß, dass du keine Angst vor Bokai hast, aber ich fürchte ihn. Er sagt, dass er mich liebt. Doch das ist keine Liebe wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigende Sorte. Bokai wird uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen. Leg deine Antwort an den üblichen Ort. Deine Zula. Gut. Oder auch nicht. Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Ah. Eine Nachterscheinung. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte. Ach ja, auch wieder wie im ersten. Oder ähnlich wie im ersten. Das war ja damals mit Alina. Alina und Selina. Glaube ich. Die beiden Schwestern. Wo die eine zur Mittagserscheinung und die andere zur Nachterscheinung wurde. Das kann jetzt natürlich interessant werden. Ja. Sei gegrüßt. Was willst du? Zula und Bokai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter. Das weißt du? Ist das Hexerei? Eigentlich nicht, sind nee. Beide verschwunden. Einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen.
Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Sola und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Nein. Bokai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Sola die Erscheinung ist? Mhm. Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Sula, gütige Götter. Also dieser Weiße. Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Hey. Also mit Jirden. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Achso. Jetzt. So, einfach geht's. Da ist er. Hier. Wie sieht also eine Nachterscheinung hier aus? Warte mal. Ja. Da folgt also genau dasselbe Muster wieder. Das wird hart. Das und warte mal. Ja, ich habe natürlich was sehr Wichtiges vergessen. Das Geisteröl. Okay, wir brauchen eigentlich nur noch einmal. Trophäe vom Monster. Eieiei. Gut, war hart. War hart. Aber wir haben es dennoch hingekriegt. Thank you.
Wo ist nochmal der Dorfälteste? Hier. Sei gegrüßt. Was willst du? Immer noch das Gleiche. Hanna aus den Wäldern ist fort. Ich habe sie besiegt. Puh. Und sie kommt auch nicht wieder? Nein. Ich weiß, wie man Nachterscheinungen endgültig los wird. Ja, natürlich. Deine Belohnung wie vereinbart. Vielen Dank dir, Meister Hexer. Leb wohl. Okay. Alle aus den Wäldern! Abgeschlossen. Gut. Hätten wir den Auftrag schon mal. Wo ist denn der Schatz? Ah, lies den Brief, den du gefunden hast. Ich habe so viele Briefe gefunden. Okay, direkt da hinten. Gar kein Problem. Ich will nur erstmal gerne. Ich glaube, ich gehe nicht mehr. Oh, einmal Schnellreise. Einmal zum Flüchtlingslager und da können wir jetzt auch noch hier einmal die letzten Dinge auf dieser Seite machen. Es lockt mich ja jetzt auch schon so langsam wieder, die Hauptquest zu verfolgen. Aber wir haben noch so viele Nebensachen hier, dass ich das einfach noch nicht machen möchte. Während vor allem, das ist auch erstmal nur diese Seite hier. Also, die untere Seite hier. Hier hinten ist ja auch noch eine ganze Menge. Das guckt ja alles durch. So. Stimmt, der Bart wächst tatsächlich nach. Das ist echt geil. Also das ist ein geiles Gimmick. Also ich hatte damals das Gefühl, dass es hier verdammt viele Monsternester gibt, aber ich muss sagen, es gibt eigentlich kaum noch welche. Zumindest zur Zeit gerade nicht. Der kopflose Piratenanführer. Dich kalten, da trächtiger Mutant. Ziehe auf sein Tor! Das bringt auch nichts. Wow, wir haben uns einmal bis zum Schatz vorgekämpft. Greifenstahlschwert. Okay. Einmal da draußen noch. Hier gibt es so einen Schatz.
Sehr schön. Schwere Rüstung. Das ist nicht so gut. Assassinenhandschuhe. Stahlwaffe. Okay, na, dann doch lieber das. Ja, und das ist so ein Riffelschwert. Ich weiß, Riffelschwert ist jetzt vielleicht die falsche Bezeichnung dafür. Angriffskraft. Rüstungs durchbohren. So, mach ich das doch mal so. Das Einzige, was nicht dazu passt, ist die blöde Hose. Okay, hier ist aber noch nicht alles fertig, scheinbar. Hier ist jetzt soweit ja auch nichts. Oh, Kacke. Jetzt habe ich mich hier irgendwo... Irgendwie... Komm hier wieder raus. Geralt gefangen in einer Ruine. Wieso bin ich hier nochmal runtergesprungen? Machen wir das hier. Ciri war im Buckel zum ja, gut. Diese diabolische Schwester, so kann man sie auch festbacken. Aufgenommen und dann geschwankt, ob sie sie fressen oder der wilden Jagd ausliefern sollten. Ciri war noch vor der Entscheidung geflohen. Ein Geisterreiter der Jagd hatte sie in den Sumpf verfolgt. Und dort verlor Geralt ihre Spur wieder. Er brauchte einen neuen Hinweis. So. Danke. Ich weiß nicht, was hier in diesem Banditenlager jetzt noch fehlt. Keine Ahnung. Hier ist scheinbar irgendwas. Ah! Oh. Weil das war eigentlich dumm. War eigentlich dumm. Weil die relativ viel Gold scheinbar gibt. Deswegen war das dumm. Und da hinten müsste dann das nächste sein. Kein Problem, da kommen wir auch irgendwie hin. Oh. Okay.
Gut, deswegen bin ich hier. Und bitte jetzt schnell einmal an Land. Gut, perfekt. Jan? Jede Menge Ertrunkene. Ach, dieser Gestank. Ja, tote Wale stinken, glaube ich, ein bisschen. Was habe ich denn diesmal noch alles mit eingepackt? Das kann... Das kann ebenfalls mit raus. Das kann auch mit raus. Den brauchen wir nicht. Okay. Hier als nächstes hin. Huch. Crazy, jetzt habe ich dieses blöde Zeichen gewirkt. Menschen. Fliegende Krabben. Zielt auf seine Augen! Dreckschwein! Mund halten und kämpfen. Aha. Ist sowieso keine Chance mehr gegen mich. Stufe 10. Stufe 10. Ich brauche immer nur noch so einen Schlag. Okay. Ja, nicht kinderfreundlich. Piratnotiz. Lesen wir uns dann auch wieder später durch. Aber noch nach da hinten. Königin Suleika. Okay. Oh. Oder? Speichern. Jetzt muss ich einmal gucken. Nicht, dass das vielleicht doch eine so hoch für uns ist. Nee, Mittagserscheinung, das geht. Ach, kommt schon. Genug von irgendwelchen Erscheinungen. Die ist geschwommen, ich hab's gesehen. Ja! Wenn ich will, kann ich auch schwimmen. Willst du hier nicht einmal freiwillig rein? Danke. Mir auf.
das haben wir auch. Sehr schön. Geht noch ein bisschen, oder? Ja. Ja, ein bisschen geht noch. Nein. Ich wurde jetzt einmal kurz Meditation. Aber Hühnchen. So. Da haben wir auch wieder unsere Schwalbe. Und wo müssen wir jetzt noch hin? Da oben. Wir haben das weit abgegrast. Dann kümmern wir uns wieder um normale Quests. Ach nee. Scheiße. Sehen wir zu, dass wir vielleicht sogar die Hauptquest weitermachen. Da habe ich mich ja jetzt ein bisschen drumherum geschlängelt bisher. Seit wir bei den Mumen waren, in dem komischen Sumpf. Die ich hoffentlich nie wiedersehen muss. Lauf, kleiner Geralt, lauf! Wir hier schon? Wurde das hier schon erkundet? Ich glaube nicht. Da ist eine Kiste, die mal wieder verschwindet. Doch, hier waren wir schon. Ja doch. Yep. Das haben wir vorhin erledigt. Dann. Das war irgendwo da in dem Wasser drin. Wieder schwimmen. Ich hasse schwimmen. Das geht übrigens auch fürs echte Leben. Ich hasse auch im echten Leben schwimmen. Im Pool geht das ja noch, aber ich bin kein Freund von Seen, von Meer, von Flüssen. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Oh. Jetzt einmal wieder nach oben. Nein, 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 nein. Toll. Dazu noch ein volles Inventar. Warum habe immer ich ein volles Inventar? Und ist fair. Gut, das ist ja direkt die. Doch, das ist die Hauptquest. Die du Anna erfahren hast. Ja, das machen wir direkt als nächstes. Mittlere Rüstung. Das kann einmal weg. Das ist ja was Cooles. Ist es aber nicht. Können wir schnell reisen? Ja, können wir. Ja, können schnell reisen. Brauchen wir nicht diesen elendig langen Weg jetzt reiten? Wir können uns direkt einmal. Nee, wobei, so lang war das gar nicht. Egal. Auf zum Baron. Wir haben nämlich ja noch ein bisschen was zu erzählen. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Und vorher können wir vielleicht noch ein bisschen was verkaufen. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Unser Inventar mal ein bisschen entmüllen. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde. Ja, ja. Männer und die Taverne. Wie kann ich? So. Du kannst mir helfen, indem ich was bei dir verkaufe. Ich würde mir gerne. Und zwar. Das hier zum Beispiel. Und. Das hier zum Beispiel. 41 von 60, das geht doch schon. Brauche ich die Dinger noch?